Yo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist das Bewerbungsvideo für ein Ich hab noch nie von Turnier, beziehungsweise mit Toni und Nia. Und wenn alles gut läuft mit mir. Ich habe wirklich lange überlegt, wie ich mich für sowas bewerbe, was man macht. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich lese euch meinen Lebenslauf vor. Nein, tue ich natürlich nicht. Aber ich habe trotzdem gedacht, ich erzähle euch ein bisschen was über mich. Ich heiße Katrin. Freunde nennen mich Kadi. Andere Freunde nennen mich Kaki. Mein Mathelehrer hat mich auch Kaki genannt, was irgendwie ein bisschen merkwürdig war, aber naja, ne? Haben es mit einem Humor genommen. War kein Problem. Ich bin 21 Jahre alt. Jung. Eher jung. Gehen wir von jung aus. Studiere Musikbusiness und arbeite im Hotel nebenbei. Ja. Ja. Ist halt jetzt eigentlich nicht so spannend, was ich in meinem Leben mache. Aber ich reite. Und ich reite auch Turniere. Und ich mache davon Videos. Ich mache viele Videos, die ich nie hochlade, weil ich eigentlich mit dem Videomaterial nicht so zufrieden bin, weil ich mir das immer anders vorstelle, aber keinen Kameramann habe. Was eigentlich auch egal ist, weil ich suche hier keinen Kameramann, sondern ich bewerbe mich. Wobei, so Toni und Nia als Kameramänner auf dem Turnier, wenn ihr Lust habt, ne? Kommt, ich lade euch ein. Ihr seid herzlich eingeladen, mich auf einem Turnier zu begleiten. Aber darum soll es hier nicht gehen, weil ich will ja zu denen ein Video und nicht die zu mir. Oh, zurück zu den relevanteren Dingen. Russisches Kochwasser ist geil. Mag ich, trinke ich eigentlich gerne, bis letztes Jahr ein unglaublicher Schicksalsschlag mein Leben erschütterte. Es kam der Tag, an dem ich feiern war und danach war nie wieder irgendwie, wie es vorher war. Ich habe eine Alkoholunverträglichkeit. Ich kann keinen Alkohol mehr trinken. Ich kriege Kreislaufprobleme, ich kriege Bauchschmerzen. Seitdem lebe ich ohne Alkohol. Aber ich muss ja dazu sagen, so deutsches Wasser schmeckt ja fast so gut wie russisches Wasser. Leider auch nur fast so gut. Naja, aber ist kein Hindernis. Wie man sieht, ich rede gerne. Ich rede viel. Ich rede gerne vor Kameras. Und ich habe irgendwie kein Thema, über das ich nicht rede. Was ich jetzt hier nicht mache, aber das wäre langweilig. Dann wäre die Spannung raus. Aber es gibt kein Tabuthema, über das ich nicht rede. Glaube ich. Also bis jetzt ist mir noch keins bekannt und ich rede über viele Dinge. Über sehr viele Dinge. Ja. Gibt es noch irgendwas dazu erzählen? Ein ganz wichtiger Punkt ist, ich kann eure Begrüßung. Und ich kann sie gut. Ja, willkommen zu einem neuen Video! Ja. Ich hoffe, ich habe dran gedacht, eure Stimmen da rein zu editieren. Wenn nicht, sah das wahrscheinlich gerade wirklich unglaublich merkwürdig aus und hörte sich komisch an. Egal. Mit einem neuen Cut habe ich gedacht, beginnen wir jetzt mal ein bisschen so einen kitschigen Real Talk, der zu allem irgendwie gehört. Ich feiere euren Kanal. Ich finde die Videos geil, ihr seid super ehrlich. Man kann irgendwie mal lachen, aber man fühlt das auch irgendwie so, also ich kann es gar nicht erklären, es sind einfach sehr emotionale Videos und hier bringt das voll rüber, was ihr, was eure Meinung irgendwie ist, so, ohne euch, euren Zuschauern das irgendwie aufzudrängen. Ich glaube, es wäre einfach unglaublich cool, euch mal außerhalb von Videos zu treffen und kennenzulernen, beziehungsweise auch ein Video mit euch zu machen, um einfach so die Ansichtsweisen voneinander zu vergleichen und ein bisschen darüber zu reden. Und ich glaube, das wäre unglaublich cool und es würde mich richtig freuen, das mal zu tun. So, ich meine, ich kenne ja ein bisschen was von euren Ansichtsweisen, aber ihr irgendwie nichts von meinen, weil woher auch? Irgendwie auf meinem Kanal gebe ich die nicht wirklich preis. Also würde ich schon, aber es passt halt einfach nicht zu den Videos. Ich glaube, mein letztes Video ist auch 2 Jahre her. 2 auf jeden Fall, glaube ich. Also schon ein bisschen länger. Ja. Und auf Wolke würde ich mich natürlich auch freuen. Oh mein Gott. Wolke. So süß. Apropos Wolke, Tiere. Ich habe 4 Pferde. Und ich habe 2 Meerschweinchen. Sie sind unglaublich flauschig und langhaarig.
Die sind gerade unten im Wohnzimmer und ich bin zu faul runterzulaufen, sonst hätte ich es jetzt hier gezeigt, aber irgendwie bin ich ein bisschen zu faul. Vor allem beißt es mir immer in den Arm. Ich habe da schon öfter meine Stelle gehabt. Es hat mich zum Fressen gerne. So, auf jeden Fall würde ich mich voll freuen, wenn ich mit in ein Video von euch kommen könnte. In ein Ich hab noch nie. Oder ihr tatsächlich Lust mal habt und nicht besuchen wollt und Pferde sehen wollt. Ihr könnt auch gerne mal reiten kommen. Ich gebe Reitunterricht, auch das ist kein Problem. Ich zeige euch das. Wäre schon auf jeden Fall cool, wenn man irgendwie ein Video zusammen machen könnte. Und ich hoffe, mein Bewerbungsvideo hat einigermaßen funktioniert und ist einigermaßen cool geworden. Und ihr feiert das auch ein bisschen. Ja, ich hoffe, dass man sich irgendwie sieht oder irgendwie eine Rückmeldung bekommt. Und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Irgendwie filmt meine Kamera nicht so ganz lange. Filmt die jetzt länger? Wäre auf jeden Fall echt geil. Ich saß. Scheiße, das ist doch Müll. Müll, Müll, Müll. Oh, das sieht aus wie mein Po. Und eine Schwester. Zählt die auch als Haustier? Schneiden wir raus. Ich sag's ja.